Konnichiwa und herzlich willkommen zur zweiten Folge in Shogun 2 Total War mit den Date gegen die Rebellen, genauer gesagt gegen den Vater von Date Harumune. Dieser da heißt Date Tanemune und der muss jetzt bezwungen werden. Der wollte seinen armen Sohn oder dessen Bruder, nein, er wollte ihn mit zu einer Heirat zwingen, zu einer Heirat mit der Wesui-Prinzessin. Interessant. Verheiratung habe ich ja bisher eigentlich nie durchgeführt. Ich finde sowas eigentlich nicht so zweckmäßig. Drop-in wird gesucht. Na, wollen wir nicht. Hätte ich von Anfang an auch ausstellen können, fällt mir gerade ein mit dem Drop-in. Naja, gut, so müssen wir es halt immer wegmachen. Bewaldete Hügel habe ich gelesen. Es geht aber sogar. Hier haben wir ein bisschen Hügel. Im roten Feld. Wir sind zum Glück auf der Seite, auf der weniger, Wälder sind, Bäume sind. Ich mag ja mehr so die Schlacht auf freiem Feld, deswegen ist Reisfelder ja auch immer sehr beliebt gewesen. In Multiplayer-Schlachten. Und hier, naja, es geht an für sich. So, trocken, okay, die Ansprachen vom General, in dem Fall kommt jetzt keiner. Mache ich jetzt zukünftig immer raus? Ach, hier kann man gar nicht lang gehen. Ah, dieses kleine Dörfchen hier, dieses kleine Bauernhof. Was wollen wir denn damit? Brauchen wir noch nicht. Dum, 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 dum. Der Nachteil ist, wenn wir uns von vornherein einen Berg aussuchen, dann würde er dementsprechend reagieren wollen. Na gut, dann müssen wir erstmal aufpassen. So, okay. Wir haben sehr viele Yari Ashigaru in dem Fall. Das wird, oh mein Gott, das wird viel sein. Das wird richtig viel sein, das hier zu managen, meine Herren. Ja, ich mache das vielleicht ein bisschen anders. Ich mache hier so. Und dann schicke ich drei. Genau, ein Stück zurück. Genau, und dann nehme ich mir die einen drei hier vorne hin. Das reicht ja. Vierer rein. Und die anderen vier kommen dahinter. Dann natürlich noch zwei Generäle haben wir am Anfang gleich, finde ich entspannt, schön. Kann man zweimal motivieren und zweimal sammeln. Gut. Gruppieren. Starten und los. So, hier hinten kommt er. Stellen wir uns mal hier oben auf, würde ich sagen. Hoffentlich schaffen wir es bis dahin. Wie gesagt, ich habe jetzt extra Yari Ashigaru wegen der feindlichen Care vorangeschickt. Wobei da wahrscheinlich nicht viel kommen wird. Warten wir erstmal, bis sie sich fertig aufgestellt haben. Das war mir schon klar, dass das ein Hügel-Hügel-Kampf wird. Das war so gut wie sicher. Gut, der Vorteil ist, wir sind in der klaren Überzahl. Das Problem ist natürlich, dass er hier direkt wieder in die Sperrwand geht. Wie man jetzt sehen kann, also da muss man dementsprechend wieder drauf gefasst sein, dass man ordentlich reagiert. Ich werde mich jetzt erstmal voran bewegen, aber erstmal nur mit den Bogenschützen. Provoziere auch damit ein bisschen seine Cav. Wenn sie dann kommt, kann ich nämlich auch reagieren. Die aber auch. Gut. Der hat die irgendwo hier wieder im Wald versteckt. Ah ne, hier ist er ja schon sogar. Da ist er ja sogar schon. So muss ich mich halt nach und nach vom Berg wegbewegen. Aber das ist nicht zu ändern. So, gehen wir weiter nach vorne. Und hier noch ein Stück. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt haben sie sich drauf eingelassen. Gut. Die haben noch den Wald ein bisschen auf ihrer Seite. Ich
Ah, okay, gut, das war ja klar. Dann schicken wir die schon mal voran. Ganz klarer Fall von zurückziehen. Obwohl, das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Das wird nicht notwendig sein. Ja gut, die sind schon mal erschüttert. Vom Schlachtfeld vertrieben. Mit denen werde ich mal hier eine etwas schärfere Flanke aufbauen. Ja, genau. Also auch so ein Punkt für einen Hügel mit den Flanken, das finde ich irgendwie wichtig. Den kann man mal pushen und den kann man mal pushen. Gut, hier haben wir schon. Ach, hier haben wir ja schon die Seite. Können wir uns schon mal hier weiter bewegen und hier auch schon mal. Obwohl, die bleiben erstmal dort stehen. Ich möchte mal so die Cav anvisieren. Die haut natürlich ab. Dass sie sich überhaupt noch trauen, andere anzuschießen, wundert mich ja ehrlich gesagt, dass ich sie so einfach ablenken kann, also... Gut, damit war es das mit denen auch. So, okay, dann können wir die jetzt weiter vorbewegen. So mein obligatorisches Dreieck. Das klappt natürlich auch nicht immer. Okay, jetzt sind wir wieder zurück. Und sie rennen genau in die... Nein, sie rennen knapp dran vorbei. Ah, aber sie haben es nicht ganz geschafft. Sehr gut. Haha. Ah, okay. Gerade noch rechtzeitig in die Sperrwand. Okay. Trauen die sich noch, die anzugreifen? Das ist unglaublich. So, okay. Immer schön kurzen Prozess machen, gar nicht so lange zögern. Okay, hier fliehen noch ein paar. Ah, schon gewonnen. Okay, schon gewonnen. Naja gut, wir waren in der Überzahl. Aber war trotzdem nicht ganz so einfach. Mhm. Mit welchem habe ich jetzt? Mit dem. Okay, dann mit dem. Haben nicht mal einmal, ja doch nur einmal sammeln gebraucht, na gut. So, die letzten besiegen wir noch im Alleingang, da sind doch noch ein paar von der Cav entkommen. Ich glaube aber der General ist tot. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, die erwischen wir wahrscheinlich nicht mehr. Na gut, das sind die wenigsten. Hier ist noch einer. Gut.
Ein Bogen, Ashigaru. Sau weg. Entscheidender Sieg. Geschafft. Gut. Dann bewältigen wir gleich die Überreste, die noch übrig sind. Und dann ist die nächste Station Mogami in der Nachbarprovinz Ugo. Ja, das war's dann schon mit denen. Tanemune wird noch einmal... Ach, einer ist noch da, okay. Dann spalten wir einen kleinen Teil ab. Mit dem anderen Teil mal gucken, wie viel haben wir denn hier. Wir haben viermal... Na gut, wir brauchen mehr Bogen. Nehmen wir uns hier... Die kombinieren wir. Gut. Wenn wir erstmal die nächste Provinz eingenommen haben, sieht es, glaube ich, auch ein bisschen besser aus mit den Einnahmen. Frühling haben wir es jetzt, okay. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bevor es wieder zum Verschleiß kommen könnte. Ich lasse es mal lieber auf normal. Das hilft mir ja doch nicht weiter, wenn ich... Okay, ich muss dann aber hier und da wieder abrekrutieren. Am Anfang kann man jetzt echt nur sagen, es kommt drauf an, wie jetzt die Expansion, die territoriale Expansion hier verläuft. Davon hängt es ab. Der Hafen müsste dann bald mal fertig sein. Ja, ich wusste es doch. Okay, er greift an. Interessant. Sein Fehler. Schon erfolgreich. Preis der Unverfrorenheit. Mit dem Sieg über Tanemune müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gefahren von außen richten. Okay, die Mogami, da haben wir schon. Die einst durch die Macht unseres Clans in Schach gehalten wurden, haben unsere Auseinandersetzung genutzt, um ihre eigene Stellung zu stärken und stellen nun eine Bedrohung dar. Dieser Unverfrorenheit muss Einhalt geboten werden. Die Eroberung ihrer Ländereien wird sie schwächen, während wir die Herrschaft über den Norden zurückerlangen. Ziele nimmt eine Provinz des folgenden Clans an, Mogami. Gefürchtete Streitmacht. Für 6 Runden flößt feindlichen Einheiten Angst ein. Wobei ich davon ehrlich gesagt kaum was gemerkt habe. So, mal gucken, falls er uns hier doch so auf dem Schlachtfeld hier nochmal herausfordern sollte. Mal gucken, was hat er denn alles. Ja, nicht gerade wenig. Wie viel hat er denn da? 3, 6, 9, 12, 13. Ich habe 3, 6, 9, 12. Ich habe auch 13. Oh. Wir nehmen uns aber hier noch einen Bogen weg. So viele wie es geht nehmen wir hier weg. Oh, 23. Boah, das ist eine Hammerzufriedenheit. Nehmen wir uns doch alle hier weg. So. Haha. Wir haben schon zu Beginn fast eine Full-Stack-Army. Hammer. Freut mich. Und das bei dürftigem Reichtum. Boah, okay. Ja, da gehen wir dann schon gleich in die nächste Runde. Die Folge lasse ich noch ein bisschen laufen. Das interessiert mich. Wenn es hier wieder zum Kampf kommen sollte, mal gucken, dann wird es wahrscheinlich in die dritte Folge kommen. Das geht ja hier Schlag auf Schlag, wie ihr sehen könnt. Also man hat hier keinen Moment Ruhe. Ist aber auch gut. So. Ja, okay. Was hat er denn hier? Wahrscheinlich irgendeine dumme Bogen. Kobaya, machen wir mal 2 davon. Um schon mal unsere Flotte auszubauen. Aufzubauen, nicht auszubauen. Erstmal aufbauen und dann geht's ans Ausbauen. So, Mogami, ich bin gespannt, ob euch traut. Ich habe ja keine wirklich schlechte Armee hier. Tatsächlich, aber sie wählen wieder den... Dieses schnelle kleine Schiff trägt. Okay, sie wählen wieder diesen Weg. Ich könnte sie angreifen. Oder ich ziehe mich zurück. Nee, das ist dumm. Ich greife sie lieber an. Okay, sie stellen sich uns. Oh, 3 Yari-Samurai. 3, okay. Hm, okay, ja, gut, hier speichere ich erstmal. Oh, Freunde, ich freue mich richtig auf die dritte Folge. So viele Schlachten am Anfang finde ich sehr nice, wirklich. Wir haben 4 Bogen-Ashigaru, aber wir können es locker mit denen aufnehmen. Sie haben zwar 3 Yari-Samurai, wir haben nur eine, aber dafür haben wir ein paar erfahrene, insgesamt 4 an der Zahl von Yari-Ashigaru. Und das ist dann auch der General, das heißt, ich wundere, dass das seine einzige Armee ist für den Anfang. Er wird vielleicht noch eine kleine im Hinterland haben.
Und die werde ich dann, da werde ich dann gleich hier mit dem Date Sanemoto die Provinz einnehmen. Dann werde ich die Armee aufteilen und dann mal gucken, wie es sich so entwickelt. Und dann werden wir mal sehen. Also wenn ich die drei Provinzen habe mit Mogami zusammen, dann stoßen wir an die West Yugi. Mit denen sollten wir am besten Handel treiben, wenn es geht. Und ja, langsam erstarken. Langsam, aber nicht zu langsam. Wie gesagt, Schnelligkeit ist ganz wichtig in der Kampagne. Besonders über See muss ich schnell sein, da wohl am schnellsten. Expansion kann man ja nach und nach betreiben. Okay, dann, sage ich mal, Sayonara, bis zur dritten Folge, euer Tiger Hero. Macht's gut!